Hey, hey und willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Naturally Awesome. Ich bin Eva und in der heutigen Episode zeige ich euch, wie man einen super einfachen und schnellen Apfel-Pflaumenstrudel machen kann. Seid ihr bereit? Dann schauen wir uns mal an, was wir dazu so alles brauchen. Für diesen rohköstlichen Strudel braucht ihr 2 bis 3 geschälte und entkernte Äpfel und die Schalen und das Kerngehäuse brauchen wir nachher noch. Und PS, ihr braucht keine Biene. Außerdem braucht ihr noch 4 bis 5 für 1 bis 2 Stunden in Wasser eingeweichte Pflaumen und ein paar Rosinen. Und last but not least braucht ihr noch ein paar rechteckige Fruchtleder. Und die könnt ihr machen, indem ihr Äpfel und Bananen fein püriert, sie auf ein Blech ausstreicht und dann trocknet bei unter 40 Grad, bis sie soft sind. Und zu guter Letzt brauchen wir noch eine Reibe, um unsere Äpfel klein zu schneiden. Wenn ihr das alles bereit habt, dann heißt es ran an die Äpfel und machen wir einen Apfelstrudel. Zuallererst nehme ich meine Äpfel zur Hand und schneide sie in Viertelhälften. Und reibe sie anschließend auf meiner Küchenreibe in hauchdünne Scheiben. Aber immer Vorsicht auf die Finger geben. Et voilà, schon sind unsere Apfelscheiben fertig. Als nächstes geben wir unsere Schalen und das Kerngehäuse in den Mixer, fügen noch unsere eingeweichten Pflaumen dazu und mixen das Ganze einmal ordentlich auf, bis es schön cremig ist. Und wenn nötig, gebt einfach noch einen Apfel dazu, damit der Mixer richtig greifen kann. Wenn das Ganze dann schön cremig ist, dann nehmen wir unsere super leckere Apfelpflaumensoße und gießen sie über unsere Apfelscheiben. Mixen das Ganze einmal kurz durch. Und wenn ihr mögt, gebt einfach noch ein paar Rosinen dazu. Aber für mich gehören Rosinen einfach immer in den Apfelstrudel mit dazu. Im nächsten Schritt nehmen wir dann unser rechteckiges Fruchtleder zur Hand, geben 1 bis 2 Esslöffel von der Füllung in die Mitte und verteilen die Füllung bis an die Seiten, damit auch überall etwas drin ist. Und dann nehmen wir die oberen Enden und klappen sie einfach oben zu. Et voilà, schon ist der Apfelstrudel fertig. Den könnt ihr jetzt noch auf einen Teller legen. Und schon habt ihr einen leckeren Apfelstrudel. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen jetzt noch mit ein paar von euren Apfelscheiben dekorieren. Oder, wenn ihr habt, auch gerne mit essbaren Blüten. Er ist fertig und ihr könnt das jetzt für ungefähr 30 Minuten auf die Seite stellen, damit der Teig ein bisschen durchziehen kann, damit er schön weich und cremig wird. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Gebt mir ein Like, wenn ihr sie gut fandet und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal, denkt dran, keep it light and simple, and as always, naturally awesome. Bis zum nächsten Mal. Also ich denke,
Die Füllung schmeckt schon ziemlich gut. Und wer braucht da noch Teig? Ach, und das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Falls ihr noch mehr rohköstliche Inspirationen braucht, schaut mal bei meinem E-Book vorbei. Der Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Buch heißt Eat the Rainbow mit ungefähr 65 rohköstlichen, farbenfrohen Inspirationen. Und unter anderem findet ihr dort auch einen Pflaumenkuchen. Wie wär's damit? Ja, schaut mal vorbei!